So, moin moin und hallo. Herzlich willkommen zum nächsten Part Euro Truck Simulator 2. Wir sind hier immer noch in Essen. Ich habe mich bei der Gelegenheit gleich mal aufs Ohr gehauen. Wir stehen hier beim LKW-Händler oder bei der Werkstatt vielmehr. Ich drück immer den falschen fucking Knopf. Was ist denn da dran so schwierig? Und dann gucken wir doch direkt mal, ob es da irgendwas Schönes gibt. Erstmal einmal reparieren. So, dann schauen wir mal, ob es motormäßig was Besseres gibt jetzt. Ja, geht nämlich schon los hier. Zumindest mal 587 PS. Ist direkt unser. So. Fahrwerkblatt logischerweise. Das ist der Motor, hatten wir. Dann gehen wir im Getriebe ein bisschen hoch. So, Interieur dürfte sich nicht viel verändert haben. Lackierung versuchen wir auch beizubehalten. Und hier hat sich, glaube ich, auch nicht viel getan. Das ist, glaube ich, alles relativ gleich geblieben. Ja, das war's. Haben wir einen vernünftigen, stärkeren Motor jetzt noch. Die Geschichte speichern wir nochmal eben vorsichtshalber. Zack. Let's Play. Dann werfen wir einen Blick in die Arbeitsagentur. Tja, Fahrer einstellen. So, Pierre, Philipp, Jacek, Charles, Stephanie. Stellen wir ein. Also die hat absolute Kompetenzen. Ich habe das Arbeitszeugnis eben mal schnell überflogen. Die werden wir auf den MAN setzen. Ja, das war's. Speichern wir vorsichtshalber nochmal eben. Das hätte ich auch einmachen können. Und dann schauen wir mal direkt, wo wir als nächstes hinkommen. Einmal den Frachtmarkt. Wir sind hier noch in Essen. Dachte ich eigentlich. Hier in Essen. Wo ist denn Essen? Da ist Essen. So, dann wollen wir doch mal eben gucken. Griechenland wie nicht schon wieder. Das weiß ich noch nicht. Dann war ich ziemlich oft in letzter Zeit. Ja, wir nehmen mal so ein Silo-Ding ins Kirchen hier. Hier, das ist jetzt Verkehr.
Verkamm, ne? Ja, lass mich bloß nicht rein, du. Arsch. Schönen guten Tag, Mädchen. Na, wie geht's dir so? Alles gut? Da fährt's einfach weiter, antworten nicht mal. Pfiff. Ach, das war nicht rot. Und tritt mal rein in deinen Bus da.
Nee, bleibt zweispurig, super. Naja, gut. Ja. Kleiner Fail, schneiden wir raus. Der Biggesee, wer kennt ihn nicht? Was ist das denn für ein... Schön hier auch Zugverkehr rechts, finde ich auch, sieht auch ganz nice aus, im ICE.
Hessen. So, für diesen Part werden wir es aber auch langsam mal gucken, ob die Blitzanlage bestückt ist. Nicht. Für diesen Part werden wir langsam wieder zum Ende kommen. Oh, 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 oh. Lässt er mich jetzt? Der lässt mich wieder nicht rein, ne? Weil sie dann mega fehlen, das gebe ich zu. Das ist aber auch manchmal, weiß ich auch nicht. Sorry dafür. Hätte ich mal den Part eine Minute früher abgebrochen. Naja, schneiden wir alles raus. Ich sag schönen Dank fürs Zuschauen. Und wir machen beim nächsten Mal genau hier weiter. Bis dahin. Tschüss, mein Hund.